Johnny Krotz war der Anführer einer Mafia-Gruppe mit großen Plänen. Er wollte der Herrscher über die Großstadt sein. Er würde diesen Platz einnehmen, sagte er voraus. Aber Johnny wusste nicht, dass der Platz, den er einnehmen würde, ein Platz im Hades war. Liebst du mich, Kiki? Oh, ich bin verrückt nach dir, Johnny. Gib her. Du warst ziemlich schlau, Tony Cardoso für mich zu verlassen, Baby. Die Tage dieses Gammlers sind gezählt. Das erinnert mich an was. Ich hörte, Tony ist wieder in der Stadt. Im selben Ort. Was? Gib mir irgendjemand eine Tommy Gun. Ich gehe auf Rattenjagd. Auf die Jagd nach einer Ratte namens Tony Cardoso. Nicht bewegen. Niemand bewegt sich. Alle werden sterben. Der ganze Cardoso-Mob mit einem Schlag ausradiert. Niemand wird es wagen, sich jemals mit Johnny Krotz anzulegen. Seltsam. Kein Blut. Wo ist das Blut? Das sind nur Puppen. Oh, es wird bald sehr viel Blut geben, Johnny. Dein Blut. Tony! Johnny Krotz, ein großartiges Bild. Er sieht genauso aus wie jede andere Ratte auch. Besorgt ein paar Gewichte. Werft ihn in den Fluss. Während ich mir ein stichfestes Alibi besorge. Johnny blinzelte. Es war ein seltsames Summen in seinen Ohren. Wie das Seufzen von Millionen gebrochener Herzen. Dann hörte er wildes Geschrei. Ich falle. Wohin? Seine Füße berührten festen Boden. Johnnys Sicht klarte auf. Als er wieder sehen konnte, bedauerte er dies sofort. Was für ein verrückter Scheiß ist das? Was sind das für Wesen? Wo zum Teufel bin ich? Die Erklärung war unbehaglich. Er bekämpfte die aufkommende schreckliche Panik in ihm. Aber die grässliche Antwort kam voller Spott. Das ist sie. Die Hölle. Ich bin in der Hölle. Schaut nur, ein neuer. Lass mich ran. Oh, bitte lass mich ran. Ich habe ihn zuerst gesehen. Er ist mir. Okay, pass auf. Vorschlag. Derjenige, der ihn zuerst schnappt, kann ihn haben. Johnny lief, so schnell wie seine verzweifelten Füße ihn tragen konnten. Hoffnungslos versuchte er, die Unmenschen des Hades hinter sich zu lassen. Oh nein, es kann nicht wahr sein. Es darf nicht. Willkommen, Johnny Krotz. Mörder, Dieb und Lügner. Ich habe schon einige Zeit gewartet. Bis du hier auftauchst. Terror. Jenseits jeglicher Beschreibung ergriff Johnny, als er des Teufels verspottende Stimme hörte. Aber Johnny war immer noch Johnny. Ich hatte Glück. Gerade als ein erstklassiges Mädchen wie Kiki heiß auf mich war. Heiß auf dich?
sehr amüsant. Du bist wirklich lustig. Was ist so lustig? Ich sag dir, sie war verrückt nach mir. Sie, wie die Sünderin Kiki, die Frau, die du beanspruchst. Dich liebt, du Narr. Was macht sie auf Toni Cardosos Schoß? Sie ist mein Mädchen. Diese kleine, verlogene Schlange. Wenn ich sie in meine Hände bekomme. Stopp deine dumme Prahlerei und hör ihnen zu. Oh, Kiki, du erschreckst mich. Die Art und Weise, wie du den dummen Schon in den Tod gelockt hast, war echt gewieft. Oh, ich bin verrückt nach dir. Gib's her. Oh Gott, sie sind so schön. Vielleicht hast du noch ein paar Juwelen für die kleine Kiki, hä? Oh, diese goldfixierte Braut. Ich werde diese treulose Tomate fertig machen. Und auch Toni. Selbst wenn ich meinen Weg hier rausgraben muss, um es zu tun. Als die boshaften Bewohner der Unterwelt in seine Nähe kamen, riss Johnny den Dreizack des Teufels an sich und... Ihr werdet Johnny Grotz nicht ohne Kampf bekommen. Das erste Schreckgespenst, das seine Klauen an mich legt, bekommt diese Mistgabel dahin gerammt, wo es am besten ist. Die vom getöteten Gangster zurückgedrängten, unheiligen Widersacher krächzten und jammerten. Der Dreizack. Er hat dem Chef den Dreizack gestohlen. Wer den Dreizack besitzt, ist hier der Meister. Es ist die geheime Quelle dieser schwarzen Macht. Ihr redet zu viel. Still! Ah, ich hab das Teil. Solange ich diese Mistgabel habe, bin ich hier der größte Anführer. Ist das nicht was? Ich denke, das macht mich zum König des Hades. Jetzt schaut mal her, ihr hässlichen Fratzen. Es wird hier unten einige Veränderungen geben. Aber zuerst habe ich noch ein paar persönliche Sachen auf der Erde zu klären. Wir sind alleine, Kiki. Wie wäre es damit, mir deine Liebe zu beweisen? Gib mir einen Kiki-Kuss. Einen für besondere Anlässe wie diesen. Oh, wir sind nicht mehr alleine hier, Toni. Süßer. Johnny? Johnny Crotz? Aber es kann nicht sein. Du liegst auf dem Grund des Flusses. Ich glaube, das müsste ich, wenn du das sagst, nicht wahr, Toni? Es ist Johnny. Tötet ihn. Und diesmal meine ich richtig. Was für eine Verschwendung von guter Munition. Okay, Freunde, zeigt es ihnen. Die Party geht auf mich. Bedient euch. Das sollte eine echte Überraschung sein. Wir werden sie fertig machen. Keine Sorge. Kiki sollte Johnnys verletzter Eitelkeit nicht entkommen. In der Tat, sie erhielt besondere Aufmerksamkeit. Bringt sie weg. Au. Sie ist genau das, was wir brauchen, um den Ort zu erhellen. Gehen wir jetzt dahin zurück, wo wir herkamen, Chef? Noch nicht. Zuerst starten wir Whitney Square Deal, dem neuen Assistenten des Bezirksstaatsanwaltes, der mich auf den Boden des Flusses geschickt hat, einen Besuch ab. Johnny Crotz und seine teuflischen Untertanen näherten sich dem Gerichtsgebäude. Johnny erkannte die Person, die er suchte, hinter einem Fenster. Vorsichtig öffnete er dieses einen Spalt breit. Square Deal, ich freue mich, Ihnen diese ansehnliche Belobigung für 20 Jahre des treuen Polizeidienstes im Auftrag von Gesetz und Ordnung zu überreichen. Ich halte Sie für unbestechlich. Ich würde mein Leben auf Ihre Ehrlichkeit und hohe Integrität setzen.
Es war eine besondere Ehre und Freude, unter Ihnen zu dienen, Mr. Strongheart, Sir. Als er mit dem Dreizack auf seinen verhassten Widersacher zeigte, zwang Johnny ihn zu einer verwerflichen Handlung. Squirtle, was machen Sie da? Sie Schuft! Sie haben mir die Brieftasche gestohlen, die mein lieber Vater mir gegeben hat. Ich kann mir das nicht erklären. 20 Jahre des treuen Polizeidienstes sind dem Bach hinuntergegangen. Wie weggewischt. Warum habe ich das gemacht? Warum? Was ein Narr ich war. Sperrt diese Schlange ein! Ich werde dafür sorgen, dass er lebenslänglich bekommt. Was er verdient, ist der elektrische Stuhl. Und nun, Chef? Können wir jetzt zurückgehen? Wir können mit unseren Freunden mehr Spaß haben. Gehen wir. Ich habe noch ein paar andere Details, um die ich mich kümmern möchte. Als Johnny zurück in den Hades kam, ließ er die Puppen tanzen. Er hatte einige überraschende Neuerungen im Kopf. Johnny setzte sie um und niemand wagte es, dem Besitzer des schwarzen Zauberstabes nicht zu gehorchen. Eine Klimaanlage in der Hölle. Das ist Wahnsinn. Wir frieren. Halt den Mund. Ich bin der Chef hier unten, nicht wahr? Jetzt geh auf deine Knie und fang an, meine Schuhe zu polieren, bevor ich richtig böse werde. Wie erniedrigend. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Wenn die Jungs mich jetzt hier nur sehen könnten. Johnny Grotz, König des Hades. Johnny ließ den Dreizack fallen und Satan sprang mit einem schrillen Schrei der Freude auf. Er gestikulierte und plötzlich waren auf dem Boden hunderte von Dreizacken verstreut. Alle vollkommen identisch aussehend. Oh nein! Ich hab den Dreizack fallen lassen. Alles, was du zu tun hast, mein Freund, ist den magischen Dreizack unter all den wertlosen Nachahmungen zu finden. Einer aus 100? Es ist unmöglich. Was für ein teuflischer Trick! Hektisch packte Johnny einen Dreizack nach dem anderen, rief Befehle ohne Wirkung. Plötzlich blickte er auf und rang nach Luft. Ist er das? Teufel, hör mir zu. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich wollte niemals deinen Job für längere Zeit übernehmen. Es war nur ein Witz. Ehrlich, ich mag dich. Lass nicht zu, dass sie... Ja, du Kröte. Das ist er. Eine schwarze Macht ist komplett wiederhergestellt. In die Flammen mit dem Narren, der es wagte, Satan zu überlisten. Er wird Qualen erleiden, die sich nicht mal der verrückteste Kopf vorstellen kann. In die höllischen Flammen zog es Johnny Grotz. Seine wahnsinnigen Schreie wurden nur übertönt vom Kreischen der folternden Biester der Hölle und dem Donnern der hungrigen, ewigen Flammen. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Zeig es mit einem Daumen hoch. Du willst mehr davon? Dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal Abenteuer Hörspiel.